Hallo Leute und herzlich willkommen auf Andiana TV. Wir zocken The Last of Us Part 2 weiter. Mein Name ist Andi und ich unterhalte mich gern. Auf geht's. Wir starten direkt. So, und jetzt, Moment. Wir hatten ja noch einen Bereich auf der Map, den wir tatsächlich noch nicht erkundet hatten. Alle Fragezeichen sind aufgedeckt, bis auf dieser hier oben, dieser Bereich. Da sind wir nicht hingekommen, ne? Da würde ich jetzt gerne auf dem Rückweg nochmal gucken wollen. Bevor wir hier zum Fuck Fedra Gate zurückfahren. Zurückreiten natürlich. Ich fahre immer. Ich weiß gar nicht, warum ich ständig fahre. Pass auf, wir müssten hier irgendwie... Naja, es geht aber auch nicht. Ich komme hier nicht rüber, ne? Was ist das denn? Guck dir das freche Eichhörnchen an hier. Das gibt's doch nicht. Wo willst du denn hin? Zeig mir den Weg. Weg. Komme ich hier irgendwie... Komme ich auch nicht rüber, ne? Da geht auch nichts. Also hier komme ich definitiv nicht hoch. Was ist hier los? Da liegt auch noch einer. Munition, oder? Ja. Nehmen wir mit. Hinten muss ich irgendwie reinkommen, aber das geht von hier aus nicht. Vielleicht komme ich dann später irgendwie hin, weil dort drüben ist ja dann der Bereich, in den ich wieder reinkomme. Vielleicht komme ich von der anderen Seite aus dann irgendwie dahin. Oder hier irgendwie hoch. Da gucken wir gleich nochmal, weil wir müssen ja hier vorne wieder raus. Vielleicht können wir da irgendwie hochkommen. Um dann hier vielleicht drüber zu steigen und dann hier irgendwo runter zu gehen. Müssen wir uns angucken. Das ist von hier nicht einzuschätzen. Aber das wäre so doch die letzte Möglichkeit eventuell. Von der Seite aus hinzukommen. So, aber jetzt. Auf geht's. Wir galoppieren. Hier nach unten. Da ist die Brücke halt komplett abgerissen, ne? Da hinten sind wir nicht durchgekommen. Da sind wir nicht drüber gekommen. Aber das ist ein sehr großer Bereich. So sieht es mir hier zumindest aus. Und da hinten wird es wieder heller am Ende des Tunnels. Vielleicht kommen wir da tatsächlich von der anderen Seite aus hin. Falls das jetzt nicht klappen sollte, wie ich mir das vorstelle. So, weil hier kommen wir ja nirgends hoch. Was? Das klang jetzt irgendwie komisch. Probieren wir es mal. Komme ich hier irgendwie in die Büsche rein? Nee. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich dachte, ich komme hier irgendwie hoch auf die Straße, um dann da entlang zu laufen. Aber das klappt nicht. Und auf dem Bereich waren wir schon und da sind wir auch nicht rübergekommen. Und komplett rüberspringen geht halt auch nicht. Ja, komm. Dina wird schon langweilig. Wir gehen mal weiter. Auf geht's. Ja, lass dir Zeit. Hier sind wir rausgekommen vorhin. War ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, komm ich auch nicht rüber, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Richtig. Ich dachte nur, es ginge schneller. So. Genau, hier brauchen wir jetzt das Benzin. Ja, gut.
dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Okay. Diese alten Generatoren sind ziemlich ziemlich. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. So, East 2. East 2, 5345. Möglich ist es. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Also wenn sich hier das Tor bewegt, dann wissen die doch längst, dass wir kommen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber. Ansehen? Worf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Gucken wir erstmal hier hinter. Beziehungsweise es kann sein, dass wir hier ohnehin hin müssen, weil ich glaube, ich komme hier hoch, hm? Über das Auto. Da kann ich nichts machen. Komme ich ja nicht hoch. Oder doch? Nee. Okay, vielleicht komme ich da dann wieder raus oder so. Also das sieht aus, als würde das irgendwie noch eine Bedeutung haben. Werden wir sehen. Okay. Campingstuhl. Oh. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Ja, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Das ist komisch. Auf jeden Fall. Tipp. Nächster Tipp. Keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Naja, schon klar. Wir gucken hier erstmal noch. East 1. Da brauchen wir auch irgendwann wieder Strom. Ich denke mal nicht, dass wir hier schon irgendwas machen können. Ich probiere es trotzdem. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. East 1. Mal gucken. Ah, der fehlt natürlich. Nein, kein Code für das hier. Ist ein böser Fleck drauf. Shit. Okay. Okay. Da müssen wir jetzt definitiv hier mal drüber. Der geht hier geradewegs rein. Jetzt wird sich zeigen, ob da noch irgendwas los ist.
hier viel zu ruhig, wenn der hier noch besetzt wäre, der Posten. Dann müsste es hier normalerweise längst irgendwie Reaktionen geben. Sind da viele. Da wird es mal Zeit für einen Cocktail, oder würde ich sagen. Den werfen wir jetzt da einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Boah, so weit komme ich gar nicht. Ach, das war die Flasche? Scheiße. Jetzt habe ich halt noch mehr hingelockt. Natürlich so geplant, ne? Ich wollte ihn mit der Flasche erst alle dahin locken. Scheiße. Wir sind jetzt überhaupt hier drauf gegangen. Ja, schon ein bisschen, ne? Aber nicht alle. Sind auf jeden Fall auf der linken Seite noch zwei. Würde ich sagen, gehen wir halt mal da rein. Oh, der ist direkt hier. Oh shit, der kommt jetzt hier. Kicke. Schnappen wir. Jawohl, sehr cool. War's, oder? Okay, das war das. So, jetzt schauen wir schnell, was wir basteln können. So. Gerade auch noch irgendwas gelegen hier. Kann ich das jetzt nehmen mehr? Sehr gut. So. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um.
So, das mit dem Molotow hat schon was gebracht gerade. Dass ich natürlich erst eine Flasche werf, in der Annahme, dass ich einen Molotow in der Hand halte. Das war so natürlich nicht geplant, aber ein netter Nebeneffekt auf jeden Fall. Hat geklappt. Die Verwirrung war groß. Okay. Da ist nichts weiter. Wir müssen dann hier durch die Tür, aber ich wollte zu den Typen hier mal noch gucken. Hier ist frisch und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Hm. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ja gut, haben wir gemacht. Können jetzt direkt mal weitergehen. Okay, Vorsicht, da könnten noch welche drin sein, ne? Von innen verriegelt. Tauschen tue ich nicht, die Machete ist besser. Erstmal sichern. Okay. Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Was denn mit seinem Bruder, mit Joels Bruder? Der ist doch auch noch unterwegs. Tommy, oder? Wie heißt der? Ich glaube schon. Was ist das? Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Jo. Okay, müssen wir hochgehen, ne? Die wurden echt alle erschossen hier. Gibt's doch nicht. Kenne ich auch nicht. Hm. Zeitschrift? Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. Okay. Lesen. Alles zu Camouflage. Schützen, täuschen und verbergen mit den Besten. Klebebandmarken im Vergleich, okay. Neue Verbesserungszweig, Tarnung. Drücken, um anzuzeigen. Ah, hier, okay, sehr schön. Da ist noch mehr, da kommt noch mehr. Schalldämpfer. Boah, sehr cool. Ich glaube, den machen wir uns direkt, oder? Komm. Ah, den muss ich hier auch noch anfertigen. Das ist ja cool. So. Haben wir hier noch irgendwas gefunden? Achso, im Tagebuch haben wir neue Einträge. Okay. So. Schalldämpfer. Waffe wechseln. Halt, da muss ich drauf bleiben.
Jawohl. Jetzt haben wir einen Schalldämpfer dran. Das ist gut. Okay, hier ist nichts weiter. Da ist noch was. Einpacken. Neue Pillen. Sehr gut. Gleich 18 Stück. Vielleicht können wir gleich wieder was basteln. Pass mal auf. Schauen wir nochmal. Ne, 37. Da brauchen wir 40. Da auch. Und was ist hier? Lauschmodus Klarheit. Gegner werden deutlicher angezeigt im Lauschmodus. Das hilft uns dann auf jeden Fall auch. Okay, also diese Trainingsbücher. Wir müssen echt mit einem wachen Auge hier ständig unterwegs sein. Weil die sind natürlich schon wichtig, ne? Halt, da liegt doch was. Ein Briefchen. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen, seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedra, Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Okay. Emma und Jason. Nichts weiter, da ist nichts weiter. Hier ist Klebeband. Nehme ich mit. Ah, diese ganzen Details auch in den Räumen, ne, und so weiter. Das ist echt cool. Muss man wieder mal erwähnen, finde ich. Was haben wir hier? Eine Karte? Cool. Know it all. +100 sogar. Spark-Zugehörigkeit. Neutrale Schurkin. Okay, dann haben wir hier alles. Gehen wir hier noch hin. Nee, da ist nichts weiter. Wir können halt noch höher. Und hier in die Tür. Oh, was ist hier los? Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Steht irgendwas am Boden? Den kenne ich nicht. Sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit.
Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ha, jetzt haben wir'n. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Okay. Hier lang geht das raus. Ja, gleich. Ich gucke noch hier irgendwas. Tommy ein. Ja. Möglich. Also hier kann ich nichts weitermachen. Hier auch nicht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir jetzt bei diesem Transporter rauskommen an dieser Stelle. Das müsste auch vom Haus her, vom Schnitt her, könnte das passen. Ach fuck, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, die ist jetzt noch verbessert, die Machete. Ja, passt. Okay. So, das nehmen wir mit. Könnt ihr euch erinnern an diesen Transporter, als wir auf dieses Gelände hier gekommen sind, wo ich dachte, da kann man hoch? Ich glaube, da kommen wir jetzt raus. Genau da. Genau hier. Wahnsinn. Sehr cool. Regnet es? Ja, das sieht nach Regen aus, ne? Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier hinten komme ich nicht hin. Sie steht im Weg. Jetzt. Nee, auch nichts mehr. Okay. Also, pass auf, dann gehen wir da jetzt runter. Nicht Transporter, dieses Wohnmobil, ne? Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. So, jetzt haben wir den... Code für dieses Tor, ne? Vorne. Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. So, jetzt haben wir hier den Code. Für dieses Gate. Jetzt können wir bestimmt auch den Transformator hier anmachen. Könnte nützlich sein. Hab's. Und ich hab's auch. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Sehen wir nach. So, dann haben wir den Bereich auch freigeschaltet. Wir gehen jetzt noch Gate East 1. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. So sieht's aus. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Sehr cool. So, an der Stelle geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sind auf der Suche nach einem Lager. Das Wetter wird schlecht. Wir sind müde. Wir haben Hunger. Oder auch nicht. Und klingen wie eine Mutter und überhaupt. So, ich bin gespannt. Wir sind hier durchs Tor gekommen. Wir erforschen weiter Seattle. Und kommen immer näher an Joels Bruder ran, so wie es aussieht. Ich bin gespannt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.